Du hast ein Märchen geschrieben, vielleicht als Hausaufgabe, und jetzt möchtest du überprüfen, ob du alles richtig gemacht hast. Dann nutze doch diese Checkliste. Zunächst einmal achtest du auf die Struktur. Ein Märchen ist ein Aufsatz, deshalb brauchst du eine Überschrift, eine Einleitung, einen Hauptteil, einen Höhepunkt und auch einen Schluss. Wie muss das aussehen? Stil und typische Formulierungen bei einem Märchen. Am Anfang in der Einleitung schreibst du so etwas wie "Es war einmal" oder "In einem fernen Land". Dann brauchst du magische Elemente, vielleicht einen Zauber, einen Fluch oder so etwas. Du brauchst auch besondere Fähigkeiten. Meistens haben Märchen ein Happy End oder eine Moral. Und am Ende musst du so etwas schreiben wie "Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute". Das ist ein klassischer Schluss für ein Märchen. Und worauf musst du noch achten? Ein Märchen wird in der Vergangenheit geschrieben, also im Präteritum. Du brauchst unterschiedliche Satzanfänge. Benutze gegensätzliche Adjektive wie reich und arm oder kalt und warm. Beschreibe Gefühle und setze auch wörtliche Rede ein. Und ganz am Ende kontrolliere unbedingt deine Rechtschreibung. Hast du das alles gemacht? Mit dieser Checkliste, die du dir auf www.lernförderung.de auch ausdrucken kannst, gelingt dein Märchen ganz bestimmt. Den Link zur Checkliste, zur kostenlosen Checkliste, den findest du unter dem Video. Wenn dir diese Checkliste gefallen hat, dann gib uns doch ein Like, schreibe etwas in die Kommentare und abonniere unseren Kanal. Und ganz toll wäre es, wenn du unsere Checkliste mit deiner Klassen-WhatsApp-Liste teilst. Viel Erfolg beim Schreiben eines Märchens!